Einen schönen guten Abend an alle. Vielen Dank, Herrn Präsidenten Galateri, dafür, dass wir die Vigoni Lecce hier durchführen können. Und vielen Dank auch an Minister Giorgetti, der uns hier die Ehre gibt, dabei zu sein. Und ja, vielen Dank auch an alle Freunde, die hier im Saal sitzen. Und Dr. Giuseppe Vita ist auch dabei und Herr Botschafter Mandovaricchio, der auch aus Berlin gekommen ist, der italienische Botschafter in Deutschland. Wir haben eine Tradition bei der Organisation der Vigoni Lectures, entweder von der Villa Vigoni aus oder von Mailand aus. Wir haben sie auch in Deutschland, in Berlin, in Rom durchgeführt, die Vigoni Lecture. Die Vigoni Lecture ist ja so ein kleines Kleinod einmal im Jahr und das ist eine Tradition, die wir auch dieses Jahr wieder einhalten möchten. So ein bisschen das Symbol für die Förderung des Dialogs auf kultureller, wirtschaftlicher und politischer Ebene zwischen Italien und Deutschland. Und das ist auch die Mission der Villa Vigoni. Und die Vigoni Lecture ist ein Termin, eine Gelegenheit, um wirklich auch das gesamte Potenzial der Beziehungen zwischen Deutschland und Italien hervorkommen zu lassen. Also zwei wichtige Länder, beide Gründungsländer der Europäischen Union, zwei Länder, die sich gegenseitig ergänzen, zwei Länder, die tatsächlich bei vielen Fragen in die gleiche Richtung gehen, von der europäischen Politik angefangen bis auch zur Wirtschaft. Denken wir nur an die vielen italienischen Unternehmen in Deutschland und umgekehrt. Und natürlich auch der große Handelsaustausch, den wir haben, 116 Milliarden Euro in schwierigen Jahren wie den Covid-Jahren. Auf kultureller Ebene, und da brauche ich nicht daran zu erinnern, dass wir eine enge Verbindung haben zwischen den akademischen Institutionen beider Länder. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir 700.000 Deutsche haben, die italienischer Herkunft sind. Also es ist manchmal dann gar nicht mehr einfach zu erkennen, ob sie nun Deutsche oder Italiener sind. Also zwei Länder, die sich gegenseitig ergänzen, die aber auch doch Bedarf haben, sich besser kennenzulernen und vielleicht direkter miteinander zu kommunizieren, die Interessen auch miteinander auszutauschen. Und das gehört zu unseren Prioritäten auch in der Villa Vigoni. Die Villa Vigoni ist eine kleine Einrichtung, aber mit einer ganz großen Ausstrahlungskraft in Deutschland, in Europa und natürlich auch in Italien. Und das ist etwas Besonderes, denn unter den vielen ausländischen Institutionen, die wir in Italien haben, ist die Villa Vigoni die einzige, und ich denke, das wird niemand widerlegen können, die einzige, die wirklich ganz paritätisch organisiert ist, also auf finanzieller Ebene und auch auf Management-Ebene. Und zwar das Management geschieht durch die beiden Länder gemeinsam. Und ja, das ist etwas, ein Beispiel dafür, was wir gemeinsam machen können und was wir auch in der Zukunft so weitermachen können. Die Beziehungen zwischen Italien und Deutschland sind absolut exzellente Beziehungen. Wir meinen aber auch, dass es noch Raum gibt für Verbesserungen. Vor allen Dingen in dieser Phase hier, in der wir uns gerade in Europa hier befinden. Ein Europa, wo wir auf die neue Regierung in Deutschland warten. Ein Europa, wo das zweite Land, also Frankreich, auch in einer delikaten internen politischen Situation ist. Wir haben dann ab 1. Januar die Präsidentschaft der Union und wir haben auch Wahlen in diesem Land dann. Und
wir haben da sozusagen ein ideales Dreieck und Frankreich gehört sicher auch dazu. Also Deutschland, Frankreich und Italien, die großen Gründerländer vor 64 Jahren der damaligen Europäischen Gemeinschaft. Und die können heute wirklich auch gemeinsame Punkte, Konvergenzpunkte finden, um noch koordinierter auf europäischer Ebene aktiv zu werden. Ich möchte Gabriele Galateri noch einmal danken, wie gesagt, für die Gastfreundschaft hier. Und ich wünsche mir, dass wirklich auch mit Hilfe unserer beiden Botschaften eines Tages hier, abgesehen von natürlich den konsolidierten Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland und zwischen Frankreich und Italien, wir werden ja in Rom mit Macron auch einen Vertrag unterzeichnen. Also wie gesagt, ich hoffe, und das wiederhole ich noch einmal, dass auch Italien auch eben dank der Beiträge und Ideen hier dieses Dreieck schließen kann mit einem erneuten Verständnis zwischen den beiden Ländern, Deutschland und Italien, und auch mit einer größeren europäischen Integration, von der wir sicherlich viele Vorteile haben können. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit, wir haben hier sozusagen die deutsche Pünktlichkeit hier, die uns heute lenkt, und deshalb danke ich nochmal allen, wünsche einen wunderbaren Abend und gebe jetzt dem Staatssekretär Rizzi das Wort, und er vertritt den Präsident der Region Lombardei-Fontana, der leider nicht persönlich dabei sein kann, aber ich danke, wie gesagt, Herrn Rizzi auch dafür, dass er immer für uns da ist. Wir geben ihm das Wort. Grazie. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich werde mich kurz fassen. Ich begrüße alle im Namen von Attilio Fontana, dem Präsidenten der Lombardei. Und ich begrüße ganz herzlich Giancarlo Giorgetti, den Minister. Und ja, ich knüpfe an die Themen, die der Präsident soeben angesprochen hat. Und ich kann sagen, Deutschland ist der erste historische, unbestrittene Partner der Lombardei. Wenn wir uns die Daten, die Handelsdaten anschauen hier zwischen Deutschland und Italien, und wenn wir das dann auf die Lombardei herabschrauben, dann haben wir ganz eindrucksvolle Zahlen. 2019 hatten wir ungefähr 46 Milliarden Euro Handelsvolumen, und 2020 hatten wir natürlich die Pandemie und dann hatten wir einen Rückgang von 10%. Aber im Jahre 2021 haben wir die Fähigkeit gehabt, wieder zu wachsen im ersten Halbjahr. Und wir können, glaube ich, sagen, dass wir sogar die Werte von 2019 sogar hier überschreiten werden. Und das ist signifikant. Und was auch wichtig ist, die institutionelle Beziehung zwischen der Lombardei und hier meinem Staatssekretariat, das es vorher gar nicht gab. Und ja, der Präsident Fontana hat da wirklich große Vision bewiesen, dass er hier das Amt des Staatssekretärs hier eingerichtet hat, das für internationale Beziehungen zuständig ist. Wir haben also ständig miteinander Beziehungen. Und vor wenigen Tagen haben wir auf der 39. Etage gemeinsam mit der Handelskammer hier ein Meeting gehabt mit verschiedenen Unternehmen. Wir haben über unseren Wiederaufbauplan in Italien gesprochen, über die gemeinsamen Investitionen zwischen der Lombardei und Deutschland in Sachen Green und digitale Welt. Und ja, mehr möchte ich nicht sagen. Ich denke, wir haben heute hier sehr hochkarätige Redner, und ich denke, auch die heutige Diskussion kann wirklich dazu beitragen, zu den guten Beziehungen zwischen der Region Lombardei und Deutschland. Ja, einen schönen guten Abend auch meinerseits. Vielen Dank dafür, dass Sie alle dabei sind. Es ist eine große Ehre, Sie hier willkommen zu heißen in diesem Turm der Generali im
City-Life-Gebiet in Mailand und ich möchte Minister Giorgetti danken für die Lectio Magistralis und auch dem Herrn Botschafter Michele Valenciese und natürlich auch dem Top-Management und allen Rednern. Ich glaube, heute Abend geht es um die Wandlung in Europa, eben über die ökologische Transition, die digitale Transition, die demokratischen Veränderungen mit der Alterung der Gesellschaft. Das sind Dinge, die sicher unseren Lebensstil, unsere Lebensart und den Aufbau unserer Gesellschaft verändern. Ich möchte nur zwei, drei Überlegungen anstellen. Ich glaube, in diesem Moment zeigt sich Europa einiger und mehr im Mittelpunkt hier der geopolitischen Welt, des geopolitischen Schachbretts. Ich glaube, mit Next Generation EU haben wir gezeigt, dass Europa zusammenhält und viele Bürger hatten früher eher Misstrauen und haben jetzt erkannt, dass wir alle im selben Boot sitzen. Wir kommen aus dieser Pandemie heraus, die noch gar nicht zu Ende ist. Aber wir tun das alle gemeinsam und das zeigt auch unsere Gemeinsamkeit. Was dann hier die geopolitische Situation betrifft und ja auch den Klimawandel und den digitalen Wandel, gut, das sind sicher Signale für eine Positionierung Europas gegenüber den Ländern der übrigen Welt. Ein Zeichen dafür, dass Europa dabei sein will und eine Säule sein will, auf die sich die Welt heute stützt. Wenn wir noch weiterkommen wollen, dann müssen wir vor allen Dingen mehr Kohäsion üben in der Wirtschaftspolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Analyse auch der Beschaffung. Da haben wir gesehen, da gibt es viele Schwachstellen. In der Pandemie hat sich das gezeigt. Und die drei Gründungsländer, Italien, Frankreich und Deutschland, die Länder müssen sich koordinieren, die müssen eng zusammenarbeiten, denn ohne sie können wir diese Vision, die ich so knapp dargestellt habe, nicht stattfinden. Also das geht nur mit diesen drei Staaten. Ja, was kann das Finanzsystem, das Finanzwesen in diesem Kontext leisten? Gut, auch der Versicherungsbereich kann sehr viel machen. Nur in Europa haben wir 11 Billionen Milliarden Euro und die Zahlen sind natürlich immer riesig hier. Aber das zeigt, was diese Branche leisten kann und diese Branche kann das machen. Das sehen wir oft mit Philipp und auch mit den Beratern der Regierung. Denn wir wollen ja große Infrastrukturprojekte umsetzen. Wir können das machen als Partner in einer Beziehung zwischen der öffentlichen und privaten Welt, auch angesichts der Risiken der Cyber Security und so weiter. Und da geht es wirklich darum, wir können diese Risiken nur gemeinsam angehen und konkret angehen. Und Generali geht schon seit einiger Zeit in diese Richtung. Wir haben unsere Programme gerade erneuert. Da geht es um die Reduzierung der CO2-Emissionen. 8,5 Milliarden haben wir hier in grüne Aktivitäten gesteckt. Und wir haben ein Projekt Finicia, das erinnert an die 190 Jahre der Versicherung Generali. Das ist eine ungeheure lange Lebenszeit, denn wenn wir uns die Archive anschauen, dann sehen wir, was das bedeutet, was wir in diesen 190 Jahren geschafft haben. Das ist wirklich, wie gesagt, eine ganz lange Geschichte und da haben wir 3,5 Milliarden Euro in 5 Jahren aufgebracht. Und jetzt sind wir dabei, den neuen strategischen Plan zu verfassen. Der Autor sitzt hier in der ersten Reihe und wir hoffen hier, dass dieser neue Plan wirklich die Herausforderungen in Chancen umwandelt. Und davon sind wir überzeugt. Und hier komme ich zum Ende, um Giancarlo die Gelegenheit zu geben, seine Lectio Magistralis zu halten. Und ich danke nochmal dafür, dass Sie heute alle hier sind.
Ja, einen schönen guten Abend. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, ob das eine Lectio Magistralis ist oder ob das eine lange Lectio wird, aber ich danke dem Botschafter Valenciese und Dr. Galateri für ihre freundliche Einladung zu dieser Veranstaltung der Vigoni Lecture. Die harmonischen Beziehungen zwischen Italien und Deutschland, die durch das deutsch-italienische Zentrum der Villa Vigoni so gut dargestellt werden, zeigen sich in einer kontinuierlichen und umfassenden Ausgestaltung von Kontakten auf politischer und institutioneller Ebene zwischen Wirtschaftsvertretern, Zivilgesellschaft und kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Die beiden Länder haben gemeinsame strukturelle Merkmale, wie zum Beispiel eine starke Spezialisierung des verarbeitenden Gewerbes, vergleichbare Bankensysteme und einen hohen Handelsaustausch. Deutschland ist auch unser wichtigster Handelspartner und ein wertvoller Verbündeter, nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch und vor allem aus strategischer Sicht. Unser gemeinsames Ziel ist es nun, den Weg der europäischen Integration zu stärken und zu vollenden. Ein Projekt, dessen Architekten wir von Anfang an waren und das wir in dieser heiklen Phase unterstützen müssen. Die Wende. Noch nie zuvor waren sich unsere Länder so nah beim Herangehen an die großen Veränderungen, die nötig sind, um einen soliden und glaubwürdigen Rahmen für den Aufschwung nach der Pandemie zu schaffen. Covid-19 war eine Zeit großen Leids für die Bürger und auch für die Unternehmen, die jedoch in den Turbulenzen Einigkeit zeigten. Aber wir können nicht ignorieren, wie die Pandemie die Union für immer verändert hat. Die kommenden Monate und Jahre werden entscheidend sein, denn sie werden die Weichen für die langfristige Zukunft unserer Wirtschaft und die Rolle der EU in der Welt stellen. Der Bezugskontext hat sich innerhalb weniger Jahre in Bezug auf Ziele, Prioritäten und Verfügbarkeit von Instrumenten völlig verändert. Der grüne Übergang ist zu einer Notwendigkeit geworden und Umweltthemen sind nicht mehr ausschließlich der Elite vorbehalten, sondern werden von immer größeren Teilen der europäischen und weltweiten Bevölkerung aufgegriffen und wahrgenommen. Mit seinem nationalen Energie- und Klimaplan, der vor 3 Jahren auf den Weg gebracht wurde, hat Italien zahlreiche europäische Vorschläge zum Thema Industrie und Umwelt vorweggenommen, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der umfassenden Nutzung und erneuerbarer Energiequellen und den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität. Und damit bestätigt, dass es ein Land mit einer hohen industriellen Berufung und forschlichen Produktionsmerkmalen ist. Deutschland hingegen steht dem in nichts nach und hat sich ebenfalls sehr ehrgeizige Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Ein Beweis dafür ist der Ausstieg aus der Kernenergie bis zum nächsten Jahr, aus der Kohle bis 2038 und vor allem das Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Zweifellos stellt der Klimawandel eine Bedrohung für unsere Gegenwart und Zukunft dar. Aber ich persönlich möchte ihn auch als eine potenzielle Chance für unsere Unternehmen sehen, damit sie die nötigen Schritte vollziehen, um auch in den kommenden Jahren komparative Vorteile erlangen und aufrechterhalten zu können. Der grüne Übergang darf nicht nur als ethisches Problem betrachtet werden, sondern es ist eine ganzheitliche Sichtweise erforderlich, die sich nicht auf rein normative Lösungen reduzieren lässt. Das wäre sinnlos. Jede Handlung hat Folgen und deshalb ist es von grundlegender Bedeutung, bewusste Entscheidungen zu treffen, die auch alle potenziellen Folgen, einschließlich geopolitischer Folgen, berücksichtigen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal betonen, dass die Tatsache, dass Italien und Deutschland der auf dem Glasgow COP26 ausgehaltenen Vereinbarung über Elektroautos nicht beigetreten sind, nicht als mangelnder Umweltehrgeiz, sondern als Einhaltung des Grundsatzes der Technologieneutralität zu interpretieren ist. Es muss ein einziges Ziel geben, aber die Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, sind vielfältig und müssen ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Umwelt und der Industrie herstellen. Die Einführung und Einhaltung hoher Umweltstandards sollte mit möglichen Formen öffentlicher Unterstützung für Unternehmen in einigen besonders betroffenen Sektoren konzipiert werden, um den Übergang zu erleichtern und zu einer langfristigen Nachhaltigkeit zu kommen. Als konkretes Beispiel für diesen Bedarf an Ausgewogenheit möchte ich das Paket Fit for 55 anführen, das darauf abzielt, die CO-Emissionen
bis 2030 um mindestens 55% zu senken. Die darin enthaltenen Legislativvorschläge werden eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung des Ziels der Klimaneutralität bis 2050 spielen, das im Rahmen des europäischen Green Deal festgelegt wurde und sind zweifellos eine wertvolle Anstrengung in Bezug auf Ehrgeiz und technische Analyse. Angesichts dessen können wir jedoch das Risiko unerwünschter und potenziell schwerwiegender sozialer und beschäftigungspolitischer Folgen, insbesondere für den Automobilsektor und die kleinen Hersteller, nicht ausblenden. Wir müssen dem Input, der aus diesen Branchen kommt, Gehör schenken. Und genau deshalb arbeiten wir konstruktiv an der Verbesserung der Maßnahmen des Pakets im Hinblick auf Fairness, Inklusion und verantwortungsvolle Aufteilung der Verpflichtungen, sowohl innerhalb der Union als auch mit Drittländern. Die ehrgeizigen grünen Ziele müssen auch pragmatisch betrachtet werden. Hohe Umweltstandards müssen mit wirtschaftlicher Nachhaltigkeit einhergehen, um wettbewerbsverzerrende Auswirkungen zu vermeiden, die Drittländern Wettbewerbsvorteile zum Nachteil der europäischen Länder verschaffen würden. Die Transformation der Industrie kann daher nur durch die Industrie selbst erfolgen. In diesem Zusammenhang kann ich nicht umhin, die unauflöslichen und fruchtbaren Beziehungen zwischen der Confindustria und ihrer Schwester, dem BDI, zu erwähnen, die eine der Säulen der deutsch-italienischen industriellen Zusammenarbeit bilden. Das Wirtschaftsforum, das die beiden Verbände alljährlich veranstalten und das nun schon zum 11. Mal stattfindet, ist seit jeher eine hervorragende Gelegenheit, die Zusammenarbeit zu verstärken, indem sie eine strategische Debatte zwischen der Wirtschaft und der Politik der beiden Länder anregt. Bei diesem Gipfeltreffen werden auch die Prioritäten der europäischen politischen Agenda erörtert, die in den Brüsseler Büros der beiden Wirtschaftsverbände, die als echte Clearingstellen für nationale Bedürfnisse fungieren, ständig überwacht werden. Mein persönlicher Dank geht an die Leiter dieser Institutionen. Ich hoffe, dass wir in naher Zukunft eine weitere enge Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und seinem deutschen Amtskollegen aufbauen können, wobei der Schwerpunkt auf regelmäßigen Konsultationen liegt, die eine engere Koordinierung bei den wichtigsten europäischen Dossiers ermöglichen würde, um bewährte Verfahren in Bezug auf Praxis und Regulierung zu entwickeln. Ich könnte den ganzen Abend damit verbringen, all die gemeinsamen Projekte aufzuzählen, an denen unsere beiden Länder in diesen Fragen beteiligt sind. Auch im Hinblick auf den Regierungsgipfel im Juni nächsten Jahres möchte ich über den rein industriellen Fokus hinausgehen und die grenzenlosen Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Italien und Deutschland aufzeigen. Ich beziehe mich hier auf die Zusammenarbeit in politischen und sicherheitspolitischen Fragen, wo das wachsende Bewusstsein Deutschlands für die Notwendigkeit einer stärkeren Rolle auf der internationalen Bühne und ein weitgehender Konsens mit Italien in vielen wichtigen Fragen es bereits in den letzten Jahren ermöglicht haben, wichtige Initiativen von gemeinsamem Interesse in Libyen und auf dem westlichen Balkan zu fördern. Ich denke dabei an das Thema der gemeinsamen europäischen Verteidigung, das in letzter Zeit immer mehr in den Mittelpunkt der Diskussionen gerückt ist und bei dem unsere Länder in den kommenden Monaten eine grundlegende Rolle bei der Stärkung der internationalen Protektion der Europäischen Union spielen werden. Im wirtschaftlichen und finanziellen Bereich denke ich über die Legungen zur Änderung der Maastricht-Parameter, die der Covid als endgültig überholt bescheinigt hat, und an die Herausforderung, die sich aus der Notwendigkeit ergibt, neue europäische Ressourcen zur Finanzierung des grünen und digitalen Übergangs zu finden, sowohl im Hinblick auf öffentliche Investitionen als auch auf die Erleichterung privater Investitionen. Ich denke dabei auch an die Luft- und Raumfahrt und die Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung. All dies ist Teil eines europäischen Rahmens, in dem Italien und Deutschland gemeinsam eine treibende Rolle bei der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen kulturellen Vision spielen können, gemeinsam mit Frankreich. Wir haben ja eben schon über das Dreieck etwas gehört, etwas, das auch ich öffentlich erwähnt habe und angesprochen habe, denn in einem Europa der 27 Staaten muss sich jemand hier die Rolle übernehmen, wirklich das System voranzubringen. Ja, und wie gesagt, ich sagte,
Ja, wie gesagt, die treibende Rolle bei der Entwicklung einer gemeinsamen europäischen kulturellen Vision spielen können und müssen, an der die Zivilgesellschaft beteiligt werden soll. Und gibt es ein besseres Beispiel als das deutsch-italienische Zentrum für den europäischen Dialog der Villa Vigoni? Dieser Moment des Nachdenkens wäre ohne die Arbeit der Villa zur Förderung der Beziehungen zwischen Italien und Deutschland im Rahmen unserer Europäischen Union nicht möglich gewesen. Es waren komplizierte Monate und obwohl die Pandemie leider noch nicht vorbei ist, ist es uns durch viele Opfer und schwierige Entscheidungen bisher gelungen, ein Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der Gesundheit und denen der Industrie herzustellen. Der Aspekt, auf den ich jetzt eingehen möchte, ist aber auch ein anderer, oft unterschätzter Aspekt. Wenn man von der Pandemie spricht, konzentriert man sich hauptsächlich auf die wirtschaftlichen Auswirkungen, ohne die sozialen groß zu berücksichtigen, angefangen bei der demografischen Situation, die sich im letzten Jahr drastisch verschlechtert hat, als nicht nur ein neuer Höchststand an Todesfällen seit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch ein neuer Tiefstand an Geburten seit der Vereinigung Italiens verzeichnet wurde. Die künftigen Auswirkungen auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter und auf die sozialen Sicherungssysteme sind nicht zu übersehen, weshalb Maßnahmen zur Unterstützung von Familien erforderlich sind, um den Abwärtstrend der Geburtenrate zu korrigieren. In erster Linie braucht es Unterstützung. Und in diesem Punkt kann Italien viel von den in den letzten Jahren in Deutschland eingeleiteten Reformen des Elternurlaubs lernen, aber auch und vor allem Stabilitätsgarantien für die Zukunft. Quantität, Qualität und zeitliche Stabilität der öffentlichen Ausgaben zur Förderung der Geburtenrate sind entscheidende Faktoren, wenn es darum geht, das Ausmaß der Auswirkungen einzelner Maßnahmen auf die Entscheidungen potenzieller Eltern zu bestimmen. Wir müssen uns auch um die Strukturen kümmern, in denen wir unser tägliches Leben führen. Heute leben mehr als 60% der 7,8 Milliarden Einwohner unseres Planeten in Städten, die wiederum, obwohl sie weniger als 2% der Erdoberfläche bedecken, zu 70% der Weltwirtschaft beitragen, aber auch für den Verbrauch von mehr als 60% der Energie verantwortlich sind. Das heutige Europa kann als ein großer städtischer Cluster definiert werden und Studien sagen voraus, dass in den kommenden Jahrzehnten die Abwanderung in die städtischen Zentren weiter zunehmen wird, bis im Jahr 2050 mehr als 80% der europäischen Bevölkerung in Städten leben werden, gegenüber den 70% von heute. Dieser Prozess wird sich unweigerlich auf das soziale und ökologische Gleichgewicht auswirken, weshalb sich das Thema der Smart Cities als eine der wichtigsten Herausforderungen für die Zukunft herauskristallisiert. In den letzten Jahren hat die EU stark in diese Smart Cities investiert, das heißt in städtische Gebiete, in denen es dank des Einsatzes technologischer Innovationen und insbesondere digitaler Technologien möglich ist, die Infrastruktur und die Dienstleistungen für die Bürger zu optimieren und zu verbessern, die Effizienz zu steigern und eine nachhaltigere Zukunft zu gewährleisten. Das bedeutet eine stärkere Nutzung der digitalen Infrastruktur, effiziente Verkehrsnetze und Energieeinsparungen. Aber das ist noch nicht alles. Sie tragen auch zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Menschen bei, dank sicherer und besser nutzbarer öffentlicher Räume und eines besseren Zugangs der Bürger zur öffentlichen Verwaltung. Die obligatorische Umstellung auf Smart Working und Fernunterricht sowie die Unmöglichkeit, sich persönlich zu treffen, haben zu einer außerordentlichen Beschleunigung des technologischen Fortschritts geführt, mit Errungenschaften, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Man denke nur an Meta und die Absicht, das Metaverse zu entwickeln, eine virtuelle Realität, die die Art und Weise, wie wir in der physischen Welt leben, reproduziert. Paradoxerweise hat die digitale Konnektivität auch den bisher als unaufhaltsam geltenden Prozess der erzwungenen Abwanderung in die städtischen Zentren verlangsamt. Es scheint ein Widerspruch zu sein, aber die zunehmende Konnektivität schafft mehr Möglichkeiten, ein komfortables und vernetztes Leben auch außerhalb der Großstädte zu bieten. Und da denke ich an Finnland als Beispiel, ein Land, wo wir ganz wenig Städte haben. Also dort haben wir ein Schulsystem, das absolut exzellent ist und ganz offensichtlich auch wegen dieser konsolidierten digitalen Instrumente. Ich kenne viele Menschen, die die Vorteile der Telearbeit erkannt und beschlossen haben, in ihre Heimatorte zurückzukehren und damit einen Lebensstil zu revolutionieren, den sie durch die Hektik der Großstädte gefährdet sahen. Alle diese Daten lehren uns eins.
Wir müssen flexibel sein und ständig nach Lösungen suchen, die neuen Bedürfnissen gerecht werden. Wobei wir auch auf Erfahrungen aus der Vergangenheit zugreifen müssen, wie zum Beispiel die Expo Mailand 2015, die ein avantgardistisches Beispiel war, dessen Vision der Nachhaltigkeit leider nur von wenigen verstanden und genutzt wurde. Diese Veranstaltung hatte nicht nur außerordentliche Auswirkungen auf die Stadt Mailand in Bezug auf Infrastruktur, Mobilität und Stadterneuerung, sondern stellte auch im weiteren Sinne den Keim des Themas Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene dar, da es gelang, Umwelt- und soziale Aspekte miteinander zu verbinden. In diesem Bereich hat Italien das Potenzial, sich als Vorreiter für eine nachhaltige Entwicklung zu etablieren. Und dies ist der günstigste Zeitpunkt für die Erneuerung des Landes, auch dank der Mittel des PNRR, der 45% seiner Mittel genau für die grüne Revolution bereitstellen wird. Die Idee, Rom für die Weltausstellung 2030 mit dem Thema die horizontale Stadt, Stadterneuerung und Zivilgesellschaft zu kandidieren, ist Teil dieser Überlegungen. Um die italienische Kompetenz im Bereich der nachhaltigen Stadtplanung und der grünen und digitalen Technologien auf eine globale Ebene zu heben und in Wert zu setzen. Wir können viele Dinge tun und unsere Verpflichtung besteht darin, zu versuchen, alle diese Dinge gut zu machen und dabei auch aus dem zu lernen, was die Pandemie über einige der Schwachstellen unseres Wirtschaftssystems aufgezeigt hat, das in einigen Sektoren sicherlich zu sehr von weit entfernt liegenden Wirtschaften abhängig ist. Technologie und Innovationsfähigkeit haben sich als die Elemente erwiesen, die den größten Einfluss auf das strategische Gewicht haben werden, das jedes Land und jedes Bündnis in der Welt haben wird. Für diese beiden Elemente ist die europäische strategische Autonomie erforderlich, über die immer häufiger gesprochen wird. Um Unabhängigkeit und Autonomie anzustreben, muss jedoch eine kontinentale Strategie festgelegt werden, die sich auf eine einheitliche politische Vision stützt, an der es auf unserem alten Kontinent seit langem fehlt. Aus all diesen Schwierigkeiten haben wir den politischen, ja geopolitischen Impuls gewonnen, einen Kurs für unsere industrielle, wirtschaftliche und soziale Entwicklung aufzuzeigen. Ich glaube, dass wir uns jetzt auf den Aufbau von Industriekapazitäten in technologisch fortgeschrittenen Sektoren konzentrieren müssen, in denen der Markteintritt nicht durch die bloße Verfügbarkeit von Kapital gewährleistet werden kann, sondern eine Präsenz erfordert, die auf der Kenntnis der Produktionsdynamik und der Versorgungsketten sowie auf dem Besitz von hochspezialisierten technischen Know-how beruht, das aus umfangreichen Investitionen und Forschung und Entwicklung resultiert. Diesbezüglich muss ein EU-Regulierungsrahmen festgelegt werden, der die Sektoren identifiziert, für die eine strategische Autonomie wünschenswert ist und sie unterstützt, also durch Anreize, durch Lockerung der Vorschriften für staatliche Beihilfen. Das Halbleiterbeispiel ist hier gut. Ich glaube, wir haben lange gebraucht, um zu verstehen, dass wir hier tatsächlich die europäischen Regeln überkommen mussten, bevor wir wirklich dazu kamen, etwas Konkretes zu machen. Vor allen Dingen, wie gesagt, im Bereich der Halbleiter. Diese Autonomie ist vor allen Dingen dort wünschenswert, wo das Risiko eines Marktversagens am größten ist. Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen, an denen wir alle beteiligt sind und deren Architekten wir selbst sein müssen. Veränderung bedeutet Neues und Neues kann auch Ängste schüren. Wir müssen jedoch den Mut und die Kühnheit aufbringen, nach vorne zu blicken und den Wind des Wandels zu ermutigen, der gerade weht. Wie Johann Wolfgang von Goethe, der ein großer Italienkenner war, sagte, was immer du tun kannst oder träumst, es zu können, fang damit an. Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich. Fang damit sofort an. Ich danke allen. Ja, einen schönen guten Abend. Ich danke den Gästen dafür, dass sie alle gekommen sind. Ich danke Minister Giorgetti,
Also wir müssen gerade unsere Plätze hier verteilen. Also eine Minute, bevor wir mit dem Rundtischgespräch beginnen. Also vielen Dank dafür, dass Sie so viele Punkte angesprochen haben, die wir jetzt auch während des Panels wieder behandeln. Ich möchte Ihnen nur eine Minute stehlen. Also wir sehen, in Europa haben wir ein bisschen Nervosität wegen der Pandemie. Ist Europa jetzt bereit, diese neue Welle anzugehen? Also die europäische Koordinierung, ist die bereit? Ja, ich glaube, mit Herrn Kommissar Breton persönlich die Beschaffung der Impfstoffe betreut. Und dazu können wir zwei Dinge sagen. Das erste, dass Europa aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage gewesen ist, die Impfstoffe zu entdecken. Die sind aus Amerika gekommen. Und das ist eine erste Überlegung, die wir anstellen sollten, um uns auch auf die Zukunft vorzubereiten. Ich denke da an IPCE zum Beispiel, die Franzosen haben das angestoßen, da werden wir mitmachen wahrscheinlich. Und wie gesagt, Europa muss sich auch mit Forschungskapazitäten ausstatten. Ich meine, von den Deutschen können wir da natürlich nur lernen. Aber nach einer ersten Phase der großen Verwirrung, wo sich alle nur einzeln bewegt haben, hat Europa dann objektiv ein System konstruiert, das es allen Ländern garantiert hat, über die Impfstoffe zu verfügen. Da, wo wir uns schwerer getan haben, das war die Koordinierung in der Mobilität, also bei den Bewegungen, denn wir hatten natürlich unterschiedliche Wellen und unterschiedliche Zeitpunkte, in denen diese Pandemie stark geworden ist in den einzelnen Ländern. Und die Beschränkung der persönlichen Freiheit, um diese aktuellen Themen zu behandeln, das ist natürlich eine schwierige Entscheidung für eine Regierung. Das ist keine Entscheidung, die einer Regierung leicht fällt. Also ich sehe auch meine Mutter, die den ganzen Tag da im Fernsehen diese Geschichten hörte über die Pandemie. Also ich glaube, alle Regierungen, wenn sie solche Entscheidungen treffen, die denken lange darüber nach. Und wenn sie das tun, dann ist das sicher nötig. Über die Herausforderungen werden wir jetzt mit unseren Gästen heute Abend sprechen. Ich bitte Sie, Herr Minister, jetzt Platz zu nehmen. Ich rufe den ersten Gast, Giovanni Liverani. Er ist der Geschäftsführer von Generali in Deutschland. Und er gehört auch zur Deutsch-Italienischen Handelskammer. Christiane Lehmann, die Generalsekretärin der Yada Zhang von Hultern. Und Thomas Fromm von der Süddeutschen Zeitung. Und der Bruck von der Deutsch-Italienischen Handelskammer. Also, ich begrüße alle diese Personen ganz herzlich. Und während wir jetzt aus dem Notstand herauskommen, da sind sich Deutschland und Italien sehr nah. Sie stehen vor einer Wende bei Next Generation EU. Da haben die Länder natürlich eine große wirtschaftliche Herausforderung vor sich. Einmal den ökologischen Übergang, darüber reden wir heute Abend. Ein Übergang, der nicht nur ökologisch ist, sondern da geht es um unsere Gesellschaften auch und um unseren Planeten. Und dann auch ein sozialer Übergang. Die Europäische Union möchte diese Wende einleiten. Sie möchte eine Mittelpunktstellung hier einnehmen. Und darüber sprechen wir heute Abend. Also vielen Dank an unsere Gäste. Und ich beginne dann mit Deutschland, also Herrn Fromm. Im Rahmen dieser Transition muss Deutschland vier Hauptthemen angehen. Einmal die Dekarbonisierung, die industrielle Transformation, die soziale Änderung und die politischen Chancen. Wie bereitet sich Deutschland darauf vor? Wir haben vor 2-3 Wochen eine interessante Recherche gemacht mit der Zeitung in der deutschen Wirtschaft. Wir haben mit CEOs gesprochen, mit Vorstandsvorsitzenden, mit Managern. Was sind die Themen, die Sie gerade am meisten beschäftigen? Und das ist in der Tat die große Energiewende, die große Transformation,
Das ist im Grunde die Lieferkettenproblematik. Also es gibt keine Chips, es gibt keine Halbleiter, es fehlen Rohstoffe, überall stehen Bänder still, man kann nicht mehr weiterarbeiten, obwohl man eigentlich produzieren und verkaufen könnte. Und das dritte große Thema ist natürlich, das ist heute auch schon thematisiert worden, die Pandemie. Ich bin heute Morgen aus München gekommen. Also in Deutschland ist die Situation gerade sehr unschön, also sicherlich um einiges heftiger und wilder als in Italien. Das liegt natürlich an der niedrigen Impfquote, die wir gerade haben. Wir sehen, wohin das führt. Also in Österreich ist bereits ein Lockdown wieder verordnet worden. Das heißt, dort stehen die Dinge wieder still. Und das sind natürlich Themen, die die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft bewegen, weil das sind alles sozusagen auch negative Faktoren, die sich negativ auswirken. Und es gibt eben noch einen Punkt, der natürlich auch diskutiert wird, schaffen wir das? Das ist die große Frage, schaffen wir überhaupt diese riesige Transformation? Jetzt kommt eben die Pandemie dazu, es kommt quasi alles zusammen. Schaffen wir das finanziell? Und können wir die Leute mitnehmen? Ja, also können wir die Bevölkerung mitnehmen? Also es geht auch so ein bisschen um die Frage, kriegen wir den Konsens eigentlich hin? Ja, es werden sicherlich viele neue Jobs entstehen im Zuge der Transformation. Jobs, die es so vorher gar nicht gab, also Beispiel Elektromobilität. Aber auch ein Unternehmen wie ThyssenKrupp, ein Stahlkonzern in Duisburg. 10 Quadratkilometer großes Stahlwerk haben sie dort. Und das muss sich natürlich verändern. Dieses Stahlwerk sorgt gerade für 2,5% aller CO2-Emissionen in Deutschland. Das ist eine ganze Menge, wenn man sich das mal überlegt. Das heißt, da werden viele Jobs irgendwann nicht mehr da sein, wenn wir dann irgendwann den Stahl produzieren mit grünem Wasserstoff oder zunächst mal mit Erdgas. Das heißt, die Leute müssen natürlich mitgenommen werden. Sie wissen, viele müssen umgeschult werden, brauchen völlig neue Qualifikationen. Andere werden vielleicht nie wieder gebraucht. Wenn sie Elektroautos bauen, dann brauchen sie völlig neue Berufsbilder. Es geht um Batterien, es geht um Lithium-Ionen-Zellen. Das sind Dinge, die zum Teil ja gar nicht in Deutschland hergestellt werden. Und sie brauchen aber keine Kolben mehr und sie brauchen keine Abgasreinigungssysteme mehr. Das heißt, hier können sie es versuchen, viele Leute mitzunehmen, viele Leute neu zu trainieren, auszubilden. Ob sie das schaffen, ist eine andere Frage. Viele Leute werden ganz einfach sozusagen diesen Wandel nicht mehr mitmachen können. Und die Frage ist, wie bringe ich das den Leuten bei und wie kommuniziere ich das? Also ich muss also schauen, dass mir dieses große und wichtige Transformationsprojekt nicht entgleitet, ja? Dass ich also die Leute tatsächlich mitnehme. Und hier kommt natürlich, und jetzt sind wir beim nächsten Punkt, eine große Verantwortung auf die Politik zu, denn sie muss es natürlich finanzieren. Es sind Milliardenkosten, die auf die Industrie zukommen. Und es gibt das Akzeptanzproblem. Ja, das ist nicht nur Psychologie, das sind natürlich auch tatsächlich reale Ängste. Der VW-Chef, Volkswagen-Chef Herbert Diess hat vor einigen Wochen gesagt, wir werden bei VW mindestens 30.000 Jobs streichen müssen, weil wir sie schlichtweg in den nächsten Jahren nicht mehr brauchen. Das hat eine riesige Kritik gegeben. Die Betriebsräte und die Gewerkschaften waren natürlich in dem Moment sauer, auch weil diese Zahl nicht abgesprochen war offensichtlich. Und vielleicht ist diese Zahl auch übertrieben, aber sie geht, glaube ich, schon in die Richtung. Wir werden einfach viele Dinge hier nicht mehr sehen. Also wie wird die künftige Regierung mit diesem Thema umgehen? Zur Stunde haben wir noch keine neue Regierung. Es wird seit, Sie wissen das, Sie verfolgen das sicherlich auch, die sogenannte Ampelkoalition, bestehend aus SPD, Liberalen, FDP und Grünen, formiert sich gerade. Es gibt ja durchaus Knackpunkte, gerade was den Finanzrahmen betrifft, gerade was Themen betrifft wie Schuldenbremse. Also ich glaube, hier sind also SPD und Grüne eher auch auf einer Linie mit Rom oder auch mit Paris, dass man halt sagt, also wir nehmen hier ganz viele, auch hohe Investments raus, die grün sind und exkludieren die quasi von der Schuldenbremse und erlauben das. Und da vertritt die FDP natürlich auch klar traditionell eine wesentlich rigidere Position. Wie sich das in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird, werden wir sehen. Der künftige Finanzminister, mit dem es Italien zu tun haben wird, wird vermutlich der FDP-Chef sein, Christian Lindner, das glaube ich schon. Von ihm weiß man allerdings auch, dass er sehr pragmatisch ist. Also von daher bin ich unterm Strich doch optimistisch, denn Lindner, wäre er dann Finanzminister, wäre er sicherlich nicht Finanzminister der FDP, sondern er wäre Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland, eines EU-Landes. Insofern bin ich da relativ optimistisch gestimmt, dass man sich hier annähern wird. Ja, zu den Herausforderungen, Herr Liverani. Sie sind ein Manager und Sie bewegen sich zwischen zwei Welten, der italienischen Welt, der deutschen Welt. Wie sehen da die unterschiedlichen Wahrnehmungen aus zwischen den Ländern? Arbeiten Italien und Deutschland denn zusammen jetzt in dieser Zeit? Ja, es gibt verschiedene Wahrnehmungen.
Denn die Ausgangspunkte sind ja auch unterschiedlich. Also diese Pandemie hat in Deutschland ganz brüsk einen Expansionszyklus unterbrochen, der ungefähr 10 Jahre angedauert hatte. Und Deutschland ist in diesen 10 Jahren systematisch gewachsen, und zwar, wie gesagt, 10 Jahre lang. Und das hat natürlich zu vielen Fragezeichen geführt. Und der Geist des deutschen Establishments in diesem Moment ist der, dass sich die Leute fragen, wie können wir diesen Wachstumsmotor wieder anwerfen, der jetzt zum Stillstand gekommen ist. Und auf der anderen Seite der Alpen, also hier in Italien, da war die Pandemie vielleicht eine Gelegenheit, um gewisse Blöcke abzubauen und vielleicht eine Wachstumszukunft zu ermöglichen, die von alleine nicht gekommen wäre. Also der Plan hier, Next Generation EU, der da hier verabschiedet worden ist, der wird sicher Impulse geben für unsere Wirtschaft. Und ja, da haben wir eine Begeisterung hier bei uns. Und in Deutschland dagegen gibt es eher Besorgnis und nicht so sehr diese Begeisterung. Und dann gibt es Situationen, die führen zur Suche nach Syntonie und vor allen Dingen zu einer Annäherung der jeweiligen Positionen. Also in Deutschland sagen die Leute öfter, die Deutsche lieben die Italiener, schätzen sie aber nicht, und die Italiener schätzen die Deutschen, lieben sie aber nicht. Und aus dieser Sicht können wir sagen, die Dinge, die wir jetzt in Italien hier tun, mit dieser Regierung und mit all den Initiativen, die ergriffen werden, also auch hinsichtlich des Pandemie-Management, die haben dafür gesorgt, dass die Deutschen uns jetzt etwas mehr schätzen als früher. Und deshalb, das ist sicher ein positiver Umstand, der ganz sicher auch eine bessere Zusammenarbeit zwischen den beiden Systemen fördern wird. Ich hoffe, dass die Italiener jetzt anfangen, die Deutschen etwas mehr zu lieben. Denn es gibt ja ein Thema, was wir hier angehen müssen, also meine Generation, wenn wir von Deutschland und Italien sprechen, die denken an den Fußball, an die Finale, Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft, Mexiko, Spanien, Deutschland und so weiter. Aber in Wirklichkeit haben wir in der italienischen Mentalität eine gewisse Schadenfreude. Das heißt, man freut sich über das Pech der anderen. Das haben wir gesehen beim Dieselskandal. Und leider sehen wir das in diesen Tagen auch bei dem Umgang mit der vierten Welle der Pandemie. Es ist so, als würden die Italiener jetzt doch ein bisschen Vergeltung üben an dem Leid von Deutschland. Also die Zukunft der beiden Länder ist eine Zukunft mit einem großen Potenzial, wenn sie zusammenarbeiten, wenn sie wirklich Partner sind auf politischer und industrieller Ebene. Ja, ich möchte, dass der Minister uns auch eine Antwort gibt auf diesen Satz von Ihnen. Also wie sieht hier die Wahrnehmung aus? Das heißt, wie bereitet sich Italien auf den ökonomischen Übergang vor? Ich weiß, Sie müssen weg, und deshalb möchte ich Sie noch um diese Beantwortung dieser Frage bitten. Ja, vor allen Dingen, also die Italiener lieben die Deutschen nicht oder Deutschland nicht. Nee, das Problem ist ein anderes Problem. Also wir haben jahrelang praktisch die Rolle der Schüler übernommen gegenüber dem Lehrer oder dem Schulmeister. Also der Schulmeister ist jetzt nicht mehr da, und da müssen wir uns fragen, wie wird sich jetzt diese neue Beziehung zwischen Italien und Deutschland ausgestalten. Aber es stimmt, das, was Sie gesagt haben. Also die Abstände verkürzen sich in einigen wesentlichen Fragen auch der europäischen Werte. Also Italien wird schätzbarer und Deutschland wird flexibler. Ich glaube, das sagt ungefähr das aus, wie es ist. Aber was die
ökologischen Übergang betrifft. Ich glaube, wir haben alle die gleichen Ziele. Und ich glaube, Europa muss eben auch aufgrund der tausendjährigen Geschichte beweisen, dass es das schafft. Aber wir können das Ganze nicht rein auf eine ethische Ebene herabsenken, denn wir müssen ja vor allen Dingen hier die Realität sehen und vor allen Dingen, was wir auch sind, also Deutschland und Italien. Also wir sind ja hier wirklich erstes und zweites Wirtschaftsland in Europa. Und wir wollen natürlich alle eine grüne Welt, das ist klar, aber wir sind uns nicht einig, wenn es darum geht, den Preis zu zahlen für die Entscheidungen. Also den Preis für die Elektroenergie zum Beispiel in diesen Tagen sehen wir das gerade an den Elektrizitätsrechnungen. Aber dann auch die sozialen Kosten, die das Ganze mit sich bringt. Denn es gibt Bereiche, die sicher überhaupt weggewischt werden. Und die sozialen Kosten und damit auch die politischen Kosten, denn zunächst kommen die sozialen Kosten, aber dann auch die politischen Reaktionen zu diesen Dingen. Und das muss natürlich in der öffentlichen Debatte auch seinen Platz finden. Also wir müssen die Herausforderung angehen, aber mit großem Bewusstsein. Wir müssen wirklich auch darüber diskutieren, was bedeutet das, wenn wir diese Herausforderung annehmen. Und da wird wenig gemacht bei den Medien und auch auf politischer Ebene. Ich habe dieses Problem allen meinen Kollegen gestellt, die sich mit Industrie befassen in Europa, auch im Rahmen der Kommission. Denn wenn wir über strategische Autonomie sprechen wollen, worüber ich auch in meiner Rede gesprochen habe, dann müssen wir auch verstehen, dass die Entscheidungen, die wir treffen, nicht unseren Wettbewerbern auf internationaler Ebene hier Vorteile damit verschaffen müssen. Und das ist die Realität. Wir haben in der Vergangenheit hier einige Fehler gemacht und wir riskieren es, jetzt diese Fehler wiederzumachen. Und dieses Bewusstsein muss vorhanden sein, das müssen wir schaffen. Wir haben also sehr viel investiert jetzt mit dem Plan. Wir haben sehr viel Mittel eingespielt. Auch, wie gesagt, wegen der europäischen Verschuldung. Aber diese Transformation, die ist, glaube ich, problematisch in Ländern wie unserem, wo es ein konsolidiertes Wohlfahrtssystem gibt, das alle auch in sich tragen, wo die Arbeitsmobilität gar nicht so akzeptiert wird, also zum Beispiel zwischen verschiedenen Branchen. Also entweder ändert sich da der Ansatz, der kulturelle Ansatz, oder es wird wirklich schwierig, diese Transformation anzugehen. Wir sind nicht die Vereinigten Staaten, wo jemand aus Michigan nach Ohio geht, weil er da Arbeit findet. Nein, in Italien funktioniert das so nicht. Also, wenn an einem bestimmten Ort keine Fernseher mehr oder elektrische Haushaltsgeräte nicht mehr produziert werden können, weil die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene nicht mehr gegeben ist. Wenn man das nicht mehr machen kann, was wird dann angeboten als Alternative? Die Möglichkeit, weiterzuarbeiten, aber in einem anderen Gebiet. In den Vereinigten Staaten wäre das akzeptiert. Bei uns wird das nicht akzeptiert. Also die wollen weiterhin elektrische Haushaltsgeräte produzieren und nicht irgendwelche anderen grünen Sachen. Aber hier bei mir zu Hause will ich das. Das ist die Einstellung. Und diese Art der Kultur, diese Art hier des Wohlstands ist ein Problem, wenn wir hier da eine ganz andere Situation haben in bestimmten Bereichen, die eben durch die ökologische Transition auch hervorgerufen wird. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Sorge von uns allen. Ich muss leider weg, ich habe einen Flug, denn morgen haben wir in Rom wahnsinnig viele Probleme. Ich würde auch lieber hier in Mailand bleiben. Ich bitte also um Entschuldigung, dass ich weg muss. Ja, vielen Dank, Herr Minister.
Er hat uns daran erinnert, dass wir hier sehr schnell in Richtung einer ökologischen und digitalen Transition unterwegs sind. Aber es gibt Dinge, die wir dabei aus den Augen verlieren. Und eins ist der Umstand, dass Italien und Deutschland eine Bevölkerung mit einem sehr hohen Durchschnittsalter haben. Ich möchte fragen, ist das eine Einschränkung für diese Transition? Und wenn ja, wie können wir das angehen hier in Italien? Ich glaube, kultureller Wandel ist das Stichwort. Kultureller Wandel hat kein Alter. Nehmen wir ein Beispiel, um nicht ins Politische zu gehen, aber die kulturelle Revolution, die Hongkong mit China haben will, die Jugendlichen mit den Schirmen in den Protestbewegungen sind nicht nur die Jugendlichen, sondern es gibt auch Leute, die Silver Hair genannt werden, das heißt Silberhaare, und das sind die Weisen. Und sie werden befragt, wie soll man sich strategisch bewegen in Europa, in Deutschland, in Italien. Was wir zu tun haben, ist, mehr Generationen zusammenzuführen, um diesen kulturellen Wandel vorzunehmen. Ein Slogan aus China ist, wenn die Generationen, die alten und neuen Generationen sich zusammenführen, kommt es zu einem Feuerwerk. Wunderbar, vielen Dank. Und eine weitere Frage. Ist die EU bereit, diesen digitalen Kapitalismus einem Wandel zu unterziehen, wie zum Beispiel in den USA? Sagen wir, dass wenn wir in Italien wirklich die Kräfte bündeln, so sind wir absolut wettbewerbsfähig vis-à-vis China, USA. Ich will nicht immer die chinesischen Metaphern nehmen, aber warum rede ich über Zusammenarbeit zwischen diesen Ländern? Denn die Stäbchen, die wir zum Essen benutzen, zwei Stäbchen kann man kaputt machen, aber ein ganzer Bündel an Stäbchen kann nicht kaputt gemacht werden. Wir befinden uns zu Beginn des digitalen Wandels. Wir müssen Upskilling, Reskilling vornehmen. 40% der europäischen Bevölkerung hat heute keine grundlegenden digitalen Fähigkeiten. Sie sind nicht mehr in der Lage, ein Smartphone, einen Computer zu benutzen. Kompetenzen und Informationen. Aber wir müssen auch in den innovativen Startups, in den innovativen KMUs investieren. Die ökologische und auch die digitale Transformation wird von den KMUs und von den Startups lanciert werden. Also muss man den Jugendlichen Glauben schenken. Es gibt keine Realitäten oder keine Großunternehmen, die Boardmember unter 40 Jahren haben. Denn nur wenn wir alte und neue Generationen zusammenführen, können wir wirklich ein Potenzial nutzen, können wir Synergien haben und können wir wettbewerbsfähig sein. Dankeschön. Herausforderungen. Reden wir aber auch über die Lösungen. Die Unternehmen in Italien und Deutschland werden ihre Zusammenarbeit weiter konsolidieren müssen. Welche Instrumente und Lösungen gibt es derzeit? Ich gebe jedem nochmal die Chance, das Übersetzungsgerät. Ich sorge hier für das ausgeglichene Sprachverhältnis auf der Bühne. Ich würde gerne das Gleichnis nehmen, sozusagen, wenn sich zwei Generationen treffen, gibt es ein Feuerwerk. Das ist etwa so, auch wenn sich Italien und Deutschland trifft. Also, und so nehmen wir das wahr in unserer Wirtschaftsbeziehung und unserer Partnerschaft. Es sind wirklich sozusagen es ist ein Feuerwerk, was da entzündet wird. Das ist auch das, was wir sehen. Ich glaube, das ist eine sehr gute Basis der Zusammenarbeit. Ich würde, und dann komme ich zu der Antwort, ich würde auch Villa Vigoni bitten, sozusagen vielleicht eines der nächsten Lectures sich darum zu kümmern, dieses Saying sozusagen, dass wir Italien lieben und nicht
sozusagen nicht schätzen, dass wir uns darum mal kümmern, das abschaffen. Weil ich kenne sehr viele Italiener, die Deutschland lieben und vom tiefsten Herzen. Ich kenne sehr viele Deutsche, die wirklich gerade auch in diesen Zeiten sehr bewundern, was Italien schafft jeden Tag. Und ich glaube, es gibt eine sehr gute Basis, alles gesagt worden über die Kooperation. Ich will noch mal unterstreichen, wir sind beides Exportnationen, wir sind beides international orientiert, sehr stark orientiert, sehr, sehr wettbewerbsfähig, extrem wettbewerbsfähig. Ich glaube, das ist eine sehr gute Basis, um sozusagen das zu schaffen, was er auch Minister gesagt hat, was jetzt vor uns steht. Im Prinzip sprechen wir über die 4 Ds, über Dekarbonisierung. Wir sprechen aber auch über Demografie. Ich hätte ihm auch gerne noch den Vorschlag gemacht, sozusagen in dem Zuge der Qualifizierung und über die Familienhilfe auch. Ich glaube, wir müssen uns sehr aktiv in Deutschland auch um das Thema Migration kümmern. Also das mit offenem Herzen. Wir sprechen in Deutschland darüber, dass wir jährlich 400.000 qualifizierte Migration brauchen, um das wirtschaftliche Kraft aufrechtzuerhalten. Und wir sprechen natürlich über Digitalisierung und Deglobalisierung. Also sozusagen, wir sind in der Zeit der Transformation, aber wir sind noch, und ich unterstreiche das, was am Anfang gesagt wurde, wir sind noch mitten in Covid. Das heißt, wir müssen diese Transformation in dieser Krisenzeit organisieren. Wir sind noch mittendrin und haben dort noch einige Herausforderungen zu nehmen, sozusagen, was Unterbrechung Lieferketten, Neuordnung von Lieferketten anbelangt. Bringt übrigens auch Vorteile, weil wir Inshoring sehen in Europa. Neue Unternehmen, die sich wieder ansiedeln in Europa, Unternehmen aus Deutschland, Italien, die ihre Produktion zurückholen in Europa. Alles hat eine Chance auch. Aber wir stehen da in einem Umfeld, was wirklich auch Herausforderungen bringt. Und wir müssen schnell sein. Insofern, so habe ich den Minister verstanden, ist es auch so, dass diese Transformation kommen muss. Nichts tun ist nicht eine Option. Und wir haben eine Befragung gemacht in unserer Community. Wir repräsentieren 2000 deutsche Unternehmen hier in Italien. Und es besteht große Lust auf diese Veränderung. 80% der Unternehmen sagen, ja, Veränderung bringt auch einen wirtschaftlichen Vorteil. Ich glaube, dieses Argument müssen wir mehr und mehr vorantragen. Es bringt einen mehr sozusagen am eigenen wirtschaftlichen Vorteil und damit halt eben auch einen Vorteil der gesellschaftlichen Veränderung. Wir müssen uns insofern dem wirklich sehr offen entgegenstehen. Wir müssen die KMUs mitnehmen und jetzt komme ich zum Punkt und zu meiner Antwort. Ich glaube, die Grundlage für Kooperation ist Public-Private Partnership. Also die Kooperation zwischen dem öffentlichen Sektor und dem privaten Sektor. Sie haben es in Ihrer Eingangsrede erwähnt, sozusagen, wenn wir den Financial Sektor sehen. Weil ich glaube, was wir sehen müssen, sind die Investitionen vom öffentlichen Sektor. Aber die bringen ja sozusagen private Investitionen mit sich. Das heißt, wir brauchen von der Politik eine klare Entscheidung, kein Wackeln bei dem Punkt. Klare Entscheidung, in welche Richtung wir gehen, was Ökologie anbelangt, ökologische Transformation, eine klare Entscheidung, was digitale Transformation anbelangt, Investitionen, wir brauchen Infrastruktur und dann kommen ja zusätzlich private Investitionen. In Deutschland diskutieren wir, dass wir 50 Milliarden Euro pro Jahr brauchen. Das sind wissenschaftliche Studien, um diese Transformation wirklich zu hebeln. Das kann nicht alles aus dem öffentlichen Sektor kommen. Und wir haben Repräsentanten hier im Raum, die wirklich, wenn es eine klare Orientierung gibt, auch da investieren. Wir kennen deutsche Unternehmen aus der Chemiebranche. Ein Repräsentant ist hier, ich sage nicht den Namen, aber wir sehen wichtige Investitionen auch von deutscher Industrie vor der Küste Hollands. Private Investitionen, Unternehmen investieren mehr als 1 Milliarde Euro in Offshore-Windparks, weil sie grüne Energie brauchen, weil es dort eine klare Orientierung gibt. Und das können wir auch hier in Italien haben. Ich glaube, das ist wichtig sozusagen hinsichtlich dieser Stimulation von Investitionen. Dafür brauchen wir Klarheit und Sicherheit. Wir brauchen auch Forschung, viel mehr Innovationsfreude. Weil ja, Arbeitsplätze sind gefährdet, aber es gibt mindestens genauso viele Studien, die zeigen und die Geschichte zeigt, dass Veränderung auch neue Arbeitsplätze schafft, die wir heute noch gar nicht sehen. Und dafür brauchen wir Innovation, mehr Innovation, Investitionen in Forschung. Wir haben in Deutschland eine Innovationsquote von 3,1% am BIP, am GDP. In Italien auf 1,34%. Das heißt, auch hier mehr
Stimuli für Forschung und Entwicklung. Und wir haben viele deutsche Unternehmen hier in Italien, die Forschung betreiben. Und da die Einladung an die Politik, ich gucke jetzt den Botschafter an, sozusagen in Italien, auch unsere multinationalen Unternehmen hier bei Forschung, wenn wir das in Italien machen, in Europa auch entsprechend zu unterstützen. Weil das ist ein Knotenpunkt für Kooperation und Knotenpunkt für Innovation. Zuletzt als Vertreter aus Deutschland will ich auch noch über Bildung sprechen. Wir haben viele Projekte zusammen mit dem deutschen Bildungsministerium, im BMBF, hier in der Realisierung. Es ist für einen Deutschen und auch da eine Bewunderung, eine große Anerkennung, was jetzt auch läuft, insbesondere im Bereich ITS in Italien. Ich glaube, das ist genau der richtige Weg, eine praxisorientierte Ausbildung zu implementieren. Und auch hier haben wir in Vorbereitung zusammen mit der Region, zusammen mit Asso Lombarda, ein neues Modellprojekt, wo wir mit zwei ITS, und ich spreche jetzt nicht über die bürokratischen Hürden, aber ein neues Angebot schaffen. Anfang Januar machen wir den offiziellen Kick-Off Digital Manufacturing mit jungen Technici Superiori, mit jungen Talenten, die wirklich dann in den Bereich gehen, weil wir die Transformation schaffen wir nur mit mehr Investitionen, mit einer Klarheit in der Politik und mit entsprechender Kompetenzausstattung, mit einem Upskilling und halt eben Vorbereitung der Jugendlichen. Ich würde mir eine Offenheit wünschen in die Richtung hinsichtlich Public-Private Partnership. Gucken Sie auch auf die ausländischen Investoren im Land. Wir haben wirklich Lust auf Veränderung. Es ist eine große Offenheit in die Richtung. Wir basieren unsere Kooperation auf einer sehr solide Basis. Und in dem Sinne auch, dass wir mal drüber nachdenken, sozusagen, es gibt wirklich über forschungsgemeinsame, bilaterale Forschungsvorhaben, insbesondere auch im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, insbesondere auch im ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Also und sowas, weil ich hinten auch noch unseren Freund von der Confindustria sehe, Stefan Pan, sozusagen diese Kooperation zwischen Deutschland und Italien halt wirklich auch sozusagen auf die Erde zu bringen, umzusetzen. Dafür stehen wir als Kammer hier zur Verfügung. Und das wünschen wir uns. Ich glaube, das ist das eine klare Orientierung. Und dann schaffen wir es letztendlich nur über eine Kooperation zwischen Privatsektor und öffentlichem Sektor. Und dazu appellieren wir sehr, sehr deutlich, und aber mit Freude, mit Offenheit, mit sehr viel Liebe und mit sehr viel Bewunderung für Italien. Ja, nochmal zurück zum öffentlichen Sektor. In diesem Moment ist das ein Thema, was sehr sensibel ist in Italien eigentlich schon seit jeher. Und in diesem Moment haben wir einen großen Moment der Veränderung in Deutschland. Können Sie auch eine kulturelle Veränderung feststellen? Und was müsste Italien machen, um auch mehr Glaubwürdigkeit zu haben gegenüber Deutschland? Dankeschön. Wenn Sie gestatten, möchte ich mit einem Dank beginnen. Es ist für uns als Villa Vigoni eine ganz außerordentliche Ehre, dass die Vigoni Lecture hier stattfinden darf. Ich möchte dem Hausherrn noch einmal ganz herzlich danken. Ich möchte meinem Präsidenten ganz herzlich danken, der jungen Mannschaft von Generali und der jungen Mannschaft der Villa Vigoni unter der Leitung von Dr. Scotto, dem sich das Zustandekommen dieser tollen Lecture ganz wesentlich verdankt. Ich habe in anderer Gelegenheit schon mal gesagt und erlaube mir, das hier noch mal zu wiederholen. Ich glaube zum einen, das deutsch-italienische Verhältnis ist für Europa ein Seismograph. Das hat seismografische Fähigkeiten. Geht es dem deutsch-italienischen Verhältnis gut, geht es Europa gut. Stolpert das deutsch-italienische Verhältnis, dann stolpert auch der europäische Motor. Ich glaube, das muss man sich noch stärker klar machen. Ich glaube, dass wir momentan einen Italian Moment erleben, eine Dynamik in allen Gebieten. Verzeihen Sie, wenn ich wieder Fußball zitiere, aber natürlich spielt das eine große Rolle. Da ist die Figur Mario Draghis.
Da sind musikalische Erfolge auf internationalem Niveau. Also dieser Drive, den Italien im Moment hat, den gilt es auszunutzen als buchstäblichen Kairos. Und der hat in Deutschland, findet der ein großes Echo. Und auch, dass hier so viele illustre Personen sind, diese beiden Welten repräsentieren und dass die Trägerministerien der Villa Vigoni hier so stark vertreten sind. Ich darf ausdrücklich auch die Vertreterin des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, Frau Kramer von Clausbruch, nennen, die extra aus Bonn angereist ist, um teilnehmen zu können. Das sind Zeichen der gegenseitigen Wertschätzung und die weiterwirken. Natürlich schaut Italien mit einer gewissen Trepidation auf die Regierungsbildung und natürlich fällt immer wieder der Name Lindner, der als neuer Finanzminister, aber aus meiner Sicht so ein bisschen als Popanz aufgebaut wird, denn er bezieht sich auf eine Tradition der Liberalen, die ausgesprochen proeuropäisch ist. Ich glaube, alle drei Parteien der Ampelkoalition, die jetzt demnächst die Regierung hoffentlich bilden werden, sind ausgesprochen Europa solide. Wenngleich man sicherlich, und das ist sowohl in Italien als auch in Deutschland gesagt worden, bemängeln kann, dass Europa auf der Wahlprogrammagenda dieser drei Parteien keine besonders prominente Rolle gespielt hat. Von daher wird man gerade von neuen Kanzler einerseits sicherlich die Kontinuität der Linie Merkel erwarten dürfen. Europa und der Euro sind, um Frau Merkel zu zitieren, alternativlos für die Bundesrepublik und auch für diese neue Regierung. Aber was das nun konkret bedeutet, vor allen Dingen in der entscheidenden Frage, die natürlich auch von den italienischen Medien wieder und wieder thematisiert wird, wollen die Deutschen dann letztlich zurück wieder zu einer schwarzen Null, zur Austerity? Das war ein Begriff, den die Deutschen gar nicht kannten. Sie nannten das immer nur Sparsamkeit, aber dass das eine strenge Austerität ist, das war gar nicht vertraut. Welcher Ansage zum Beispiel auch des künftigen Kanzlers soll man mehr vertrauen, dass er einerseits sagt, die jetzigen Facilities haben schon genügend Flexibilität, also letztlich, es wird keinen Schritt nach vorne geben, oder er hat ja auch gesagt, es gibt die Draghi-Linie der guten Kredite, der konstruktiven Kredite, die nicht nur einfach die Staatsverschuldung erhöhen. Die Punkte, ich will ein bisschen schneller gehen, weil wir, glaube ich, die Zeit schon deutlich überschritten haben. Die Frage, was macht die neue Regierung eben mit den fiskalischen Möglichkeiten, die Europa mit dem Resilienz- und Recovery-Programm, soll das auf Zeit gestellt sein oder kann man doch davon ausgehen, dass es jetzt ein tatsächlich neuer Schritt ist für Europa und für die gemeinsame Schuldenaufnahme? Das, denke ich, wird zu beobachten sein, auch wenn ich diese Zuspitzung des Entweder-Oder technisch für verkehrt halte. Es gibt da sehr viel mehr Möglichkeiten als diese Out-Out-Option andeutet. Fünf kleine Punkte schnell. Ich glaube sehr, dass der deutsche Botschafter in Rom recht hat, wenn er immer wieder sagt, das Narrativ heute muss sein, Deutschland hat ein vitales Interesse an einem starken Italien. Das kann man nicht oft genug betonen. Es muss, darauf ist verschiedentlich auch hingewiesen worden, auch der Minister hatte das gesagt, die Kommunikation intensiviert werden. Es muss, wenn es nicht gerade um eine Überwindung von Stereotypen geht, so doch wenigstens deren Korrektur
geben, dass man von Pauschalzuschreibungen, angefangen von hier die Falken und da die Tauben, wegkommt. An die Bundesrepublik gerichtet würde ich dafür appellieren, die Renaissance des politischen Interesses und des zivilgesellschaftlichen Interesses an Italien systematisch zu fördern. Es gibt im Moment ein wiedergekehrtes politisches Interesse an Italien. Nicht nur das Goethische, was gerne dann auch schon mal folkloristisch wird. Also ist das politische Interesse an Italien gilt es zu fördern. Umgekehrt, an Italien gerichtet würde ich sagen, man muss die Dynamik aus dem G20-Gipfel mitnehmen. Die Bilder aus Rom waren so sensationell und haben ein so starkes Italien gezeigt. Ein Italien, das die Softpower der kulturellen Überlegenheit, der kulturellen Zivilisation umzumünzen weiß in politisches Gewicht. Dieser Brand, der muss politisch wirken. Das, glaube ich, ist ein strategischer Vorteil. Was kann die Villa Vigoni in ihrem kleinen, in ihren bescheidenen Möglichkeiten dafür tun? Sie versteht sich tatsächlich, wie der Präsident gesagt hat, als paritätisch. Das ist entscheidend. Wir sind nicht Deutsche in Italien, sondern wir sind Deutsch-Italiener und wir versuchen ganz systematisch neben den Zusammenarbeiten mit AHK, mit Italcam, mit ITCAM in Frankfurt diese Zusammenarbeit in den innovativen Gebieten zu fördern und den intergenerationalen Dialog, was Giada gesagt hat, das ist wirklich unser Programm, nicht nur blind auf die Jungen setzen, sondern die Generationen miteinander kommunizieren zu lassen. Ja, vielen Dank, Frau Lehrmann. Und ja, danke an alle unsere Gäste, die heute dabei waren. Vielen Dank auch an Herrn Minister Giorgetti. Für ihn ist es ein schwieriger Moment, das wissen wir. Ich bitte jetzt Herrn Präsidenten Valenciese auf die Bühne für ein letztes Wort. Also nein, ich werde mich nicht setzen, ich werde mich kurz fassen, denn ich möchte hier auch nicht diese interessanten Eindrücke, die wir hier jetzt erhalten haben, einfach vernachlässigen. Das waren ja sehr interessante Dinge, die wir hier im zweiten Teil des Abends gehört haben auch. Und ich glaube, das, was Herr Giorgetti gesagt hat, das hat ja einige ganz wichtige Punkte berührt, Punkte, die von großem Interesse für uns sind und für uns auch in der Villa Vigoni, denn in der Villa Vigoni, da leben wir ja von Dialogen, von Vertiefungen, von Argumenten und Studien zwischen beiden Ländern. Also er hat etwas gesagt über die Wahrnehmung des Wohlstands in Italien im breiteren Sinne. Das ist ein Problem, ja, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, also die geringe Bereitschaft in unserem Land, in Richtung von Innovation zu gehen oder beziehungsweise die Innovation auch zu nutzen. Das ist ein kulturelles Problem und nicht nur ein soziales Problem und auch kein Problem von Regulierungen natürlich. Denn ich denke, das ist schon mal hier ein Impuls, für den es sich schon lohnt, hierher gekommen zu sein, um diese Anregung mit nach Hause zu nehmen und einige Gedanken darüber anzustellen. Ja, ich danke wirklich allen für ihre Überlegungen, die alle sehr, sehr interessant gewesen sind, von der ersten bis zur letzten. Auch das, was zu Herrn Lindner gesagt worden ist, das ist so eine Art Schrecken für Italien. Also wahrscheinlich wird Christian Lindner Finanzminister werden, aber er ist Finanzminister der Bundesrepublik und nicht der FDP. Das müssen wir auch bedenken. Und zu dem Thema können wir auch weiter reden, vielleicht wenn er im Amt ist. Also sehr viele interessante Dinge aus vielen verschiedenen Blickwinkeln. Und ich hoffe, Sie haben
die auch hier gerne gehört. Sie, die Sie hier im Raum sitzen. Und vielen Dank wirklich ja, an alle, die hier dabei waren und die auch so aufmerksam zugehört haben. Es ist fast, als wären wir in Deutschland. Und ja, und dann vielen Dank nochmal auch an das Team von Generali, die hier die Gastgeber waren. Und vielen Dank Herrn Galateri, Herrn Liverani. Herrn Liverani, den ich zum ersten Mal hier kennenlerne. Für mich war er nur ein Name, jetzt ist es eine Person geworden. Ja, und wie gesagt, vielen Dank dafür, dass Sie alle dabei gewesen sind. Einen schönen Abend noch.